Otzenwald, was ist das denn? 2 Tage waren die beiden Freundinnen schon in dem kleinen Schwarzwalddorf, als sie feststellten, dass es für ihre Begriffe dort sehr klein war. Eine Disco hatten sie auch noch nicht gefunden. Es wimmelte fast ausschließlich von Cafés und Gasthöfen mit Namen wie zum Bären, zum Löwen oder zur Bergziege. Die ganze Tierpalette war vertreten. Ja, Tufte, in was sind wir denn hier geraten? Fragte Bianca ihre Freundin Ellen und verzog gelangweilt die Schnute. Was weiß ich denn? Hattest du nicht was von geilen Gipfelpartys, strammen Burschen und Jägertee gefaselt? Ich wollte ja nach Spanien und die Toreros inspizieren. Aber nee, ich dämliche Truller lass mich von dir in so einen Kaffermarsch der Welt verschleppen. Boah, Ellen, jetzt komm mal runter. Wir gehen jetzt erstmal was essen und dann gucken wir weiter. Hast ja recht. Auf dem Pommes mit ne Currywurst habe ich jetzt richtig Kohldampf. Sie entschieden sich für den Gasthof zum Goldenen Löwen und setzten sich an den ersten freien Tisch am Fenster. Ich würde sagen, dass wir unseren Urlaub mit einem Schnäpschen einläuten, schlug Bianca vor. Perfekte Idee, stimmte Ellen ihr zu. Eine sehr freundlich wirkende Serviererin im Dirndl kam an ihren Tisch und überreichte den Freundinnen die Speisekarte. 2 Weißweinschorlen und 2 kurze, bestellte Ellen. Karten brauchen wir nicht. Wir wissen, was wir wollen. 2x Pommes Currywurst mit Mayo, bitte. Das haben wir leider nicht da. Aber super Hirschgulasch mit Spätzle und Rotkraut kann ich Ihnen anbieten. Täglich frisch, unser Mittagstisch. Ellen verzog erneut die Schnute und schaute genervt aus dem Fenster. Bianca orderte 2x das Gulasch und stupste Ellen in die Seite. Kerl, was ziehst du denn für eine Fresse? Hallo, wir sind hier im Urlaub. Hast du die Fröhlichkeit im Koffer gelassen oder was? Ellen wirkte gereizt und deutete aus dem Fenster. Jetzt guck dich hier bitte schön mal um, du Urlaubsprofi. Hier gibt es nix und wieder nix. Sollen wir jetzt 14 Tage nur fressen und saufen gehen oder was? Bianca atmete tief durch und versprach, dass sie nach dem Essen eine Überraschung vorbereitet hätte. Die beiden Freundinnen ließen sich das Essen gut schmecken und machten sich dann mit ihrem kleinen VW auf den Weg Richtung Feldberg. Als Ellen Bianca bat, am nächsten Kiosk zu halten, um Zigaretten zu holen. Was für ein Kiosk? Oder eine Tanke. Mir egal, aber ich brauche Kippen. Also bis jetzt habe ich hier noch nichts gesehen, zuckte Bianca die Schultern. Ja, ist klar. Hier gibt es einfach nichts. Wie ich schon gesagt habe, keine Currywurst, keine Bude, keine Tanke, einfach nichts. Gestikulierte Ellen schon wieder sichtlich genervt. Schweigend legten sie die Fahrt bis zum Feldberg zurück. Oben angekommen, steuerten sie auf eine kleine, gemütlich wirkende Berghütte zu, die gemütliche Stunden bei Jagertee und einem Zitterspieler versprach. Unser erstes Highlight, grinste Bianca. Ich hab mir sagen lassen, dass diese Bergvölkchen hier sogar noch mehr vom Feiern verstehen als wir im Pott. Das halte ich zwar für ein Gerücht, aber wenn wir schon einmal hier sind, dann machen wir einfach das Beste draus, gab Ellen klein bei und streckte die Arme in die Luft. Es wurde ein sehr gemütlicher Nachmittag und die 2 Jagertee, die sie tranken, ließen die Laune erheblich steigen. Zurück in ihrem Dorf angekommen, beschlossen sie noch irgendwo einzukehren. Schon am Mittag war ihnen eine Gaststätte aufgefallen, die zum Daiwi hieß und offenbar erst am Abend öffnete. Zum Daiwi? Heißt das nicht auf schön zum Teufel? Ja, sicher. Hört sich jetzt nicht so an nach dem Schuppen, wo die Opas Karten kloppen, lachte Bianca und linste durch die Fensterscheiben. Ey, voll die gemütliche Kneipe und gar nicht so voll. Lass uns mal reingehen, die haben nämlich jetzt offen, schlug sie vor. Gesagt, getan. Die Mädchen betraten die urgemütliche Gaststätte und wollten sich an den ersten Tisch neben der Theke setzen, als sie von einem jungen Mann angesprochen wurden. Halt, stopp, da dürft's nicht sitzen. Geselletisch ist nur für Einheimische, nicht für Fremde, klärte er sie auf. Was ist los? Wie? Wir dürfen hier nicht sitzen. Ist das jetzt hier die Begegnung mit der dritten Art oder was? Entfuhr es jetzt auch Bianca. Der junge Mann deutete ohne Antwort auf den Nebentisch. Was soll's? Setzen wir uns eben mal eine Theke. Theke, Theke. Was für eine Theke? Wenn das mal eine richtige Theke wäre. 4 Hocker, kein Zapfahren, Duftetheke. Da kann ich mich auch im Café an eine Kuchentheke setzen, erklärte Bianca und rollte mit den Augen. Da sie nun keine andere Wahl hatten, platzierten sie sich an der Theke. Dort warteten schon 2 Pintchen auf sie, gefüllt mit einem bräunlichen Inhalt. Bis jetzt konnte ich hier an dem Black Forest ja nichts Dolles finden. Aber das sieht doch mal gastfreundlich aus, zwinkerte Ellen Bianca zu. Oh, ist das hier so üblich, junger Mann, dass man hier sofort einen kurzen kriegt?
Jo, das ist zu Ihrer Beruhigung, weil ich wollte Ihnen nur sagen, dass bei uns selten jemand an der Theke ist. Und Frauen schon gar nicht. Aber ich mach heute mal eine Ausnahme, erklärte er vorsichtig. Bianca schnappte nach Luft und wollte jetzt erst richtig loslegen, wurde aber durch das bestimmte Prost und den mahnenden Blick von Ellen ausgebremst. Beide kippten den Inhalt auf Ex herunter und japsten sofort nach Luft. Wie aus einem Mund riefen sie, Was war das denn für ein Zeug? Das übertrifft ja wohl alles. Das ist unser Schwarzwald-Divi. Normalerweise wird der Ort zündet. Aber ich hab mir gedacht, dass das für euch nicht so gut ist. Sonst hättet ihr euch noch den Mund verbrannt, grinste der junge Mann, der sich als Harry vorstellte. Hör mal, sei mal nicht so zweideutig, mein Freund, und mach mal noch einen fertig. Für dich auch. Er hob Ellen den Zeigefinger und lachte. Ellen lief zur Hochform auf. Und die Sprüche zwischen ihr und Harry gingen hin und her. Die Stimmung war ausgelassen. Und je später der Abend, desto mehr junge Leute gesellten sich zu den Mädels an die Theke. Alle waren ruckzuck per Du. Und die männlichen Gäste hatten ihre helle Freude an der direkten und fröhlichen Art von Ellen und Bianca. Auf wie Leute, wir fahren noch in die Messerschmiede. Das ist ja mega angesagt, Disco im Nachbardorf. Da müsst's unbedingt mitfahren. Heute ist die Wahl der Miss Hotzenwald, rief Bernd, ein mitzwanziger, pausbackiger Naturbursche. Das ließen sich die Mädels nicht zweimal sagen und hatten flugs ihre Jacken und Handtaschen parat. Aber hat denn überhaupt schon einer ein Taxi bestellt? Okay, es war immer der, der am wenigsten getrunken hat. Bis hier ein Taxi kommen wird, hätten wir schon alle wieder 0 Promille. Und wie läuft das hier mit den Sheriffs? Gab Ellen zu bedenken. Die saufen auch alle, lachte Gerd, ein rothaariger Lausbub. Schnell wurde die Rechnung bezahlt und die jungen Leute machten sich auf den Weg in die Messerschmiede. Ellen verfrachtete Gerd und Bernd hinten ins Auto und steuerte den Wagen mit Bianca auf dem Beifahrersitz. Das kann ja was werden mit dem Misswahl. So wie ich das eben mitgekriegt habe, hat der Tönis mit der roten Jacke vorhin gesagt, dass die Kühe hier schöner als die Weiber sind. Ey, Ellen, beherrsch dich doch bloß mit den Sprüchen. Immerhin sind wir hier Fremde. Und die haben hier ziemlich komische Ansichten. Ich hab keinen Bock auf Kasala, mahnte Bianca. Nach kurvenreicher Fahrt und der Feststellung, dass man solche Serpentinen wirklich nur besoffen fahren kann, kamen sie endlich an. Sie trafen auf eine zur Disco umgebaute Scheune, waren aber von der Gemütlichkeit sofort angetan. Die Misswahl lief schon in vollem Gange, doch versäumt hatten sie nichts. Tatsächlich, Ellen, die Kühe sind schöner. Und was die am Glotzen sind, als Wärme vom anderen Stern, gab Ellen ihr recht und forderte sie auf, mit dem Ohr etwas näher zu kommen. Sie flüsterte, ich hab so ein komisches Gefühl, die Kerls gucken auch so merkwürdig. Lass uns jetzt mal besser Sprudel trinken. Ich glaube, da gibt gleich was. Wie damals in Gelsenkirchen, bei Tom in der Pinte. Weißt du noch Theater? Um alles zu bestätigen, nickten die beiden sich verschwörerisch zu. Sie beobachteten nur noch alles und lauschten den Gesprächen der anderen. Was hältst denn so vom Hotzewald und seinen Hotzenwäldern? Wurde Bianca von der Seite gefragt. Ich bin natürlich auf mein Urlaubsgebiet vorbereitet und weiß, Hotzenwälder sind ein inzuchttreibendes Bergvolk. So steht es im Lexikon, gab Bianca stolz zurück und grinste. Kaum ausgesprochen, gab es ein klatschendes Geräusch und Biancas Wange brannte fürchterlich. Diese Ohrfeige hatte sich gewaschen. Die Ereignisse überschlugen sich und Ellen zog Bianca mit Bärenkräften aus dem Tumult, welches sich augenblicklich um sie rankte. Ab ins Auto und weg. Beide waren mit einem Schlag, im wahrsten Sinne des Wortes, wieder stocknüchtern. Um den Weg zurück in ihr Dorf und ihre Pension zu finden, musste Ellen mehrmals unterwegs anhalten, um die Landkarte zu studieren. Als langsam das Morgenrot hinter den Bergen zu sehen war, erreichten sie ihr Ziel. Kurze Zeit später lagen sie in ihrem Doppelbett und kamen vor Lachen kaum in den Schlaf. Hör mal, für unseren ersten Urlaubstag war das doch gar nicht so verkehrt. Ja, das wird hier noch ein klasse Urlaub. Jetzt habe ich genauso im Gefühl wie die Stimmung bei unserem Disco-Auftritt. Die folgenden Tage waren gefüllt mit allerlei Abwechslung. Und immer wieder kehrten sie im Divi ein. Dort trafen sie regelmäßig auf Bernd, den Naturburschen, und freundeten sich schnell mit ihm an. Er zeigte ihnen jeden Winkel des Schwarzwalds. Und das Trio hatte viel Spaß. Nur an einem Tag hatte Bernd keine Zeit.
und die Mädchen beschlossen es, sich auf der Sonnenliege der Pension gemütlich zu machen. Bianca hatte endlich Gelegenheit, mit Ellen einmal ungestört ein ernstes Wort zu reden. Du, Ellen? Ja, was ist denn? Boah, was bist du denn schon wieder so genervt, ey? Ich wollte doch nur mal wissen, was mit dir los ist in den letzten 3 Tagen. Meinst du, ich bin blöd und merk nicht, was da läuft mit dir und dem Bernd? Bei jeder Gelegenheit willst du mit dem alleine sein. Und die ewige Anfummelei, die geht mir nämlich auch richtig auf den Zeiger. Wenn du heiß bist auf den, dann bring es doch hinter dich. Und dann ist aber gut. Mach hier nicht einen so auf verschossen. Wir sind hier im Urlaub. Und noch gute 4 Tage und wir machen hier sowieso wieder den Sittich. Ellen schlug die Augen nieder und wirkte sehr verlegen. Ich bin froh, dass du das ansprichst, Bianca. Es ist tatsächlich was zwischen Bernd und mir. Und zwar Liebe, gestand sie ihrer Freundin. Du kannst doch nie ganz dicht sein, hör mal, antwortete Bianca wütend und steigerte sich in ihren Ausführungen. Wie kannst du dich in so einen Holzfäller vergucken? Was soll das denn geben? Wolltest du dann jetzt immer Briefe schreiben und den dann einmal im Jahr treffen? Oder was? Kaum hast du deinen Arsch wieder nach Hause bewegt, bändelt der doch schon mit der Kurweiber an. Kerl, erzähl mir doch nix. Wütend riss Bianca ihr Handtuch von der Liege und lief aus dem Garten Richtung Zimmer. Schnell zog sie sich etwas über und ging in den Gastraum der Pension. Sie setzte sich an den Fenstertisch, an dem sie mit Ellen sonst zum Frühstück saß. Die Wirtin sah, dass mit ihr etwas nicht stimmte und reichte ihr unaufgefordert einen Obstler mit den Worten: Der sorgt bei trübe Gedanke für klare Sicht. Bianca bedankte sich und kippte ihn in einem Zug herunter. Klare Sicht, die konnte sie brauchen. Doch bei dem Blick aus dem Fenster kam ihr der Schwarzwald nun noch schwärzer vor. Sie kam sich plötzlich so alleine vor und dachte mit Wehmut an zu Hause. Ja, jetzt würden sie von der Feber die Flammen in den Himmel jagen. Und es wird auch mal wieder so richtig stinken, dachte sie wehmütig. Ihr fehlte die Industrie, der Stau auf der A43 und das lebhafte Treiben des Ruhrgebiets. Jetzt sitze ich hier am Arsch der Welt, mit einer verliebten Tussi an den Hacken. Das kann doch echt nie wahr sein. Danke, Schicksal, führte sie ihr Selbstgespräch weiter und bestellte sich noch einen Obstler. Ellen betrat kurze Zeit später ebenfalls den Gastraum und musste Bianca nicht lange suchen. Sie wusste, dass sich ihre Freundin den Frust an ihrem Tisch runterspülen würde. Hast du dich beruhigt? Ja, Frau Holzfäller-Gattin. Kannst ja auch setzen, wenn dich das nicht von deinem Bernilein abhält. Jetzt sei doch nicht so gemein. Das hätte dir doch auch passieren können, versuchte Ellen mit Tränen in den Augen ihre Freundin zu beschwichtigen. Nee, hätte mir nicht, weil ich nämlich alle Erbsen im Kopf hab und mich auf so einen Urlaubseiertanz gar nicht erst einlassen würde. Jetzt konnte Ellen ihre Tränen nicht mehr zurückhalten und weinte hemmungslos. Erst jetzt bemerkte Bianca, wie ernst es Ellen scheinbar war, bestellte 2 weitere Obstler und nahm sie fest in den Arm. Komm, Ellen, lass uns was trinken. Man macht ja nichts dran. Das Herz will, was das Herz will. Oder wie man bei uns im Pott so schön sagt, wo die Liebe hinfällt. Und wenn es auf einen Misthaufen ist. Jetzt musste Ellen lachen. Und das war der Moment, in dem sie genau wusste, warum Bianca ihre Freundin ist. Am Abend kehrten sie nochmal im Daiwi ein. Und auch Bernd schloss sich selbstverständlich an. Es wurde ein netter Abend. Doch jedes Mal, wenn Bianca zu Ellen und Bernd schaute, beschlich sie das Gefühl, dass diese Mädchenfreundschaft an einem Wendepunkt stand. Der letzte Abend des Urlaubs brach viel zu schnell an. Und da es ein Samstag war, beschlossen die 3, nochmal richtig die Sau rauszulassen. Sie zogen von Dorf zu Dorf und besuchten die wenigen Lokale, die für junge Leute zu finden waren. Sogar Bianca war so ausgelassen wie schon seit Tagen nicht mehr. Leute, es ist Mitternacht, Geisterstunde. Heute lassen wir die Geister sprechen. Okay, Bianca. Wie willst du das denn machen? Ja, das wirst du schon sehen, Bernd. Du weißt wohl gar nicht, dass deine Perle ein Medium ist und die Kontakt mit dem Jenseits aufnehmen kann. Und ihr wohnt doch in so ein zugemachtes Hotel, hast du gesagt. Das wäre doch die optimale Location, bekräftigte sie ihre Ausführungen wild gestikulierend. Nee, Bianca, das müssen wir nicht haben, versuchte Ellen ihre Freundin umzustimmen. Ja, ist klar, Ellen. Händchen halten wäre ja auch jetzt schöner, ne? Blitzte Bianca ihre Freundin an und ging forsch voraus, ohne auf eine Antwort der beiden zu warten. Im Hotel angekommen, mahnte Bernd zur absoluten Ruhe. Denn dass seine Eltern unten in dem alten Gastraum erscheinen könnten, darauf konnte er verzichten. Psst, seid leis, sonst werden meine Leute noch wach, beschwor er die 2. Vorsichtig stiegen sie die knarrende Holztreppe hinauf, die zum Gastraum führte. Alles war stockdunkel.
Auch ohne Geister war es schon gruselig genug. Bernd zündete einige Kerzen an und die Mädchen kümmerten sich um die weiteren Vorbereitungen, die so eine Geisterbeschwörung benötigt. Sie schrieben das Alphabet auf einen Zettel, schnitten die Buchstaben aus, platzierten sie kreisrund auf dem Tisch und stellten ein Glas umgekehrt in die Mitte. Bianca, ich kann das heute nicht. Ich kann mich nicht so gut konzentrieren, versuchte Ellen in letzter Minute die Beschwörung abzuwenden. Mensch, Ellen, hat dir dein Bernd schon sämtliche Zellen aus dem Hirn gesaugt oder was? Kerl, mach hinne. Das hat doch sonst auch immer geklappt, ließ Bianca keinen Widerspruch zu. Um die Freundin nicht noch mehr zu verärgern, bemühte sich Ellen um äußerste Konzentration. Bernd, Ellen und Bianca legten jeweils einen Zeigefinger auf den Glasrand und waren mucksmäuschenstill. Mit ruhigen, deutlichen Worten rief Ellen die Geister herbei und das Glas fing an, sich im Kreis der Buchstaben zu bewegen. Bleibe ich hier im Schwarzwald? Wollte sie wissen und das Glas deutete auf die Buchstaben J-A. Fast zeitgleich sprang Bianca auf, fegte die Buchstaben mit dem Arm vom Tisch und schrie: Betrug! Alles Betrug! Du hast sie doch nicht alle! Wie kannst du sowas fragen? In dem Moment öffnete sich eine Nebentür und eine große, breite Gestalt in einem weißen Gewand füllte den Türrahmen aus. Raus hier! Alle mal raus! Oder soll ich euch Beine machen? Schafuterte die Gestalt. Die drei rannten um ihr Leben, raus aus dem Gastraum, die Holztreppe herunter in Richtung Dorf, als wäre der Leibhaftige hinter ihnen her. Nach größerer Entfernung blieben sie stehen, um erstmal zu verschnaufen. Das war ja wohl am Hart. Da kam doch tatsächlich ein Gespenst. Das hätte ich nie geglaubt. Ey, das war doch kein Gespenst. Das war Bernds Mutter, du Dussel. Ach nee. Hast du schon Familienanschluss, oder was? Wie hast du das denn so schnell gemacht? Und überhaupt, was sollte das vorhin für eine bescheuerte Frage sein? Von wegen, ob du hier bleibst? Hast du völlig vergessen, dass wir in Gelsenkirchen eine Bude zusammen haben, oder was? Bianca, lass uns in unserem Gasthof nochmal ganz in Ruhe sprechen. Ich muss dir was erklären, sagte Ellen zögernd. Im Zimmer angekommen, wartete Bianca gar nicht erst ab, bis sie es sich gemütlich gemacht hatten. Also hau raus, was du zu sagen hast. Ja, will ich ja. Aber schreie jetzt bloß nicht hier rum. Wir haben mitten in der Nacht. Also der Bernd und ich, wir wollen zusammenbleiben. Das heißt im Klartext, dass du alleine nach Hause fahren kannst. Bernds Tante arbeitet in der Kurklinik. Und da kann ich erstmal in der Küche arbeiten. Wohnen werden wir erstmal bei Bernds Eltern, bis sie was Geeignetes für uns gefunden haben. Ja, und dann geht alles seinem Weg Richtung Standesamt. Unsere Wohnung hast du dann ganz alleine für dich. Und ich würde mich freuen, wenn du mir meine wichtigsten Sachen schickst. Und klar, wir sehen uns mindestens einmal im Jahr im Urlaub, schloss Ellen ihre Ausführung. Bianca war sprachlos, was selten genug vorkam. Tausend Gedanken schossen ihr durch den Kopf. Wohnung für mich alleine, Sachen schicken, Ellen heiratet. Ey Bianca, du bist mir doch jetzt nicht böse, oder? Du bist doch meine beste Freundin und freust dich doch auch für mich, oder? Doch das alles war zu viel für Bianca. Und sie hörte all die Schwärmerei von Ellen über die glorreiche Zukunft nicht mehr und schlief erschöpft ein. Der nächste Tag war Biancas Abreisetag und sie packte schon früh am Morgen. Noch schnell eine Tasse Kaffee und ab auf die Bahn Richtung Heimat. Dieser Urlaub sollte also die Kehrtwende in ihrem Leben sein und die Freundschaft zu ihrer besten Freundin der Vergangenheit angehören. Noch immer konnte sie nicht glauben, dass Ellen hier, an diesem Ort, ihr Leben verbringen will. Nach dem Kaffee verlangte sie die Rechnung und trug ihre Koffer ins Auto. Ellen hatte sie seit dem Aufstehen nicht mehr gesehen. Und das machte sie noch wesentlich trauriger als die Tatsache an sich, dass sie den Rückweg alleine antreten sollte. Als ihr Gepäck verstaut war, ging sie noch einmal zu der Wirtin und erkundigte sich nach der nächsten Tankstelle, als Ellen plötzlich neben ihr auftauchte. Bianca, du wolltest doch wohl nicht einfach so abhauen, oder? Ich habe die ganze Nacht wachgelegen und gegrübelt. Mir sind so viele Sachen eingefallen, die wir zusammen erlebt haben. Wie viel Spaß wir zusammen hatten. Was wir für ein gutes Team sind. Wie schön unsere Silvesterfeiern im Bur auf der Halde waren. Bianca, ich kann das nicht und musste eine Entscheidung fällen. Also bin ich eben schon bei Bernd gewesen und hab ihm gesagt, dass dieser wichtige Schritt nicht so mir nix, dir nix getan werden kann. Es macht mir schon das Herz schwer. Aber wenn es so sein soll, dann hält die Liebe auch auf der Distanz. Erstmal auf jeden Fall. Der Bernd kommt uns in 4 Wochen besuchen, wenn das für dich okay ist, erklärte sie ausführlich und ergriff Biancas Hand. Echt jetzt, Ellen? Du kommst
nimmst wieder mit nach Hause? Ja, meine Koffer stehen noch drin. Die hol ich jetzt und dann drückt das Gaspedal Richtung Ölwanne. Ich will den Dunst vom Pott wiedersehen.